Hallo Leute, heute zeigen wir euch, wie ihr aus einfachen und günstigen Materialien wunderschöne Weihnachtsdeko zaubern könnt. Los geht es mit einem Weihnachtskranz, den ihr entweder an eure Tür oder auf euren Tisch legen könnt. Dafür benötigt ihr einen Kranz, an dem Tannenzweige gebunden sind. Diesen könnt ihr selbst binden oder bereits fertig kaufen. Danach umwickelt ihr den Kranz mit einem Band eurer Wahl und befestigt anschließend mit Hilfe eines Drahtes kleine oder große Weihnachtskugeln. Um den Weihnachtskranz noch etwas aufzupeppen, benötigt ihr ein breites Band. Nun nehmt ihr ein Ende des Bandes und faltet es zur Mitte. Es sollte dabei eine Art Schlaufe entstehen. Mit dem anderen Ende wiederholt ihr das. Dadurch hat sich eine Schleife gebildet, die ihr danach auch mit Draht umwickelt. Zum Schluss bindet ihr diese an den Kranz. Fertig! Jetzt werden wir Weihnachten in Gläsern einfangen. Für das erste Glas benötigt ihr ein altes Gurkenglas, Watte, eine LED-Kerze, einen kleinen Weihnachtsbaum und Tannenzapfen. Dann gebt ihr alles zusammen in euer Glas. Für die zweite Variante könnt ihr auch einfach das Glas mit Weihnachtskugeln und einer Lichterkette befüllen. Somit war's das mit unserer zweiten Idee. Als nächstes werden wir Weingläser in besondere Kerzenständer verwandeln. Ihr dreht hierfür einfach mal das Weinglas um und befüllt das Glas mit kleinen weihnachtlichen Gegenständen, wie zum Beispiel Weihnachtskugeln, Tannenzapfen. Besonders schön sieht es aus, wenn ihr unter die Glasöffnung etwas Watte legt. Dann sieht es noch winterlicher aus. Nun braucht ihr Kerzen, die ihr auf den Fuß des Weinglases platziert. Und wie findet ihr diese Idee? In einem weihnachtlichen Dekorationsvideo darf natürlich auch kein Adventskranz fehlen. Dafür besprüht ihr einfach 4 alte Getränkeflaschen mit beispielsweise schwarzer Farbe. Es ist wichtig, dass ihr vorher die Etiketten entfernt. Wenn die Farbe getrocknet ist, schreibt ihr mit einem goldenen Stift auf jede der 4 Flaschen die jeweilige Zahl. Jetzt braucht ihr nur noch Stabkerzen, die ihr auf die Flaschenöffnung stülpt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Flaschenhals auch noch mit Schnur und getrockneten Blättern umwickeln. In unserer fünften Idee werden wir eine alte Getränkeflasche zu einem Engel upcyclen. Ihr benötigt ein quadratisch zugeschnittenes Zeitungspapierstück. Danach beginnt ihr in einer Ecke eurer Wahl, das Zeitungspapier zu einem Fächer zu falten. Nun knickt ihr diesen Fächer in der Mitte, sodass beide Seiten gleich lang nach oben zeigen. Um diesen Knick zu fixieren, benötigt ihr einen Klebestreifen. Fertig sind eure Zeitungsengelflügel, die ihr auf eure Flasche ebenfalls mit Klebestreifen befestigt. Um den Engel noch ein gewisses Extra zu verleihen, gebt ihr eine Lichterkette in die Flasche. Als letzte Bastelidee haben wir für euch eine Weihnachtslandschaft. Hierfür braucht ihr ein Tablett oder für die Low-Budget-Variante einen Schuhkartondeckel, eine Lichterkette, Weihnachtskugeln, Tannenzapfen, Sternanis, Watte, eine Kerze und einen Weihnachtsbaum. Die Lichterkette legt ihr in den Schuhkartondeckel. Darauf verteilt ihr Watte und ordnet euch eure Winterlandschaft so an, wie ihr sie haben möchtet. Da wir jetzt so viel gebastelt und abgecycelt haben, wie wäre es mit einem selbstgemachten Glühwein zur Belohnung? Als erstes gebt ihr Rotwein und ein bisschen Orangensaft in euren Topf. Danach Sternanis, Orangenscheiben und zum Schluss Zimt. Nun rührt ihr alles um und wärmt es langsam auf. Aber Vorsicht, nicht aufkochen, sonst ist der Alkohol weg. Schmeckt immer mal wieder ab und schaut, ob euch noch was fehlt. Und fertig ist euer eigenes Winterwunderland.